Was steckt hinter TTIP? Wie sollen wir das bewerten? Viele von uns haben lange Zeit einfach nur so antworten können. Keine Ahnung, weil es ja alles streng geheim. Niemand sollte etwas zu diesem Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU erfahren. Die Verhandlungen laufen seit 3 Jahren. Jetzt hat Greenpeace gestern Verhandlungsunterlagen veröffentlicht. Und da wurde zumindest deutlich, dass es doch weiter auseinander liegt zwischen den beiden Partnern, als immer gesagt wird. Auch wenn EU-Handelskommissarin Malmström sagte, das sind Verhandlungspositionen, die da veröffentlicht wurden und mehr nicht. Die Verunsicherung ist trotzdem weiter gewachsen. Der Apfel des Deutschen liebstes Obst. In den USA gibt es bald welche, die nicht braun werden, wenn man sie anschneidet, dank Gentechnik. Genmanipuliertes Obst und Gemüse möchten die Produzenten auch in Europa verkaufen, aber hier sind solche Produkte weitgehend verboten. Die USA machen in den TTIP-Verhandlungen mächtig Druck. Organisationen wie Foodwatch warnen davor, sich in dem Abkommen zu früh festzulegen. Das bedeutet nicht, dass unmittelbar mit TTIP beispielsweise Gentechnik sofort auf unseren Tellern landet. Aber es ist natürlich schwieriger, bestimmte Standards dann weiterhin zu verteidigen. Notwendige Verbesserungen, die wir brauchen in der Zukunft, die werden damit quasi unmöglich gemacht. Streit um die Standards, da machen die USA vor allem bei der Risikobewertung Druck. Die USA haben das Wissenschaftsprinzip. Danach gilt ein Produkt so lange als sicher, bis das Gegenteil bewiesen ist. Europa hat das Vorsorgeprinzip. Dabei kann schon der Verdacht auf riskante Nebenwirkungen reichen, um das Produkt zu verbieten. An diesem Prinzip werde nicht gerüttelt, tönt es nun laut aus Berlin und Brüssel. Und es sollte auch nicht im Interesse der US-Produzenten sein, meint die deutsche Wirtschaft. Ziel jeder Produktion ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher letzten Endes dann die Produkte kaufen. Und das geht nur, wenn Vertrauen da ist. Und hier darf TTIP nicht das Vertrauen zerstören. Aber mit der Maßgabe, dass an diese Standards und damit auch an das Vorsorgeprinzip nicht angetastet wird, können wir nichtsdestotrotz Verhandlungen mit den USA führen. Dass es bei den hohen Standards bleibt, dafür sind auch die Volksvertreter verantwortlich. Denn sollte eines Tages ein TTIP-Vertrag stehen, dann müssen ihn alle Parlamente der EU absegnen. Und gleich bei uns zu Gast eine Frau, die hier in Deutschland gegen TTIP kämpft. Mit welchen Mitteln und wie viel Aufwand sie da betreibt, das wird sie uns gleich selbst. Was wissen wir über TTIP, das Freihandelsabkommen, das geplante zwischen den USA und der EU? Seit 3 Jahren wird sehr geheim verhandelt. Ganz selten dringt überhaupt mal was nach draußen. Jetzt hat Greenpeace Unterlagen veröffentlicht, Vertragsabkommensunterlagen, 240 Seiten und mehr. Und es wurde ein wenig deutlich, dass es da doch eindeutig auseinandergeht zwischen den USA und der EU. In vielen Belangen, Verbraucherschutz, Umweltschutz sind die großen Themen. Wir haben heute eine Frau bei uns zu Gast, Marianne Grimmstein. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sie sind eigentlich Musiklehrerin und haben sich aber auf den Weg gemacht und gesagt, so, ich trete gegen das Freihandelsabkommen an und möchte etwas dagegen tun. Worum geht es Ihnen? Darum geht es also mir, dass ich 2 Kinder habe plus ein Enkelkind, das betone ich immer wieder. Auch durch meine Musikschüler bin ich immer mit der Jugend verbunden. Ich will einfach für die Welt etwas tun, weil hier läuft alles nicht ganz in Ordnung, ne? Das heißt, wie gehen Sie gegen TTIP vor? Ja, gegen TTIP und generell Freihandelsabkommen, weil für mich sind das keine Freihandelsabkommen, die sind freie Wirtschaftsabkommen. Das heißt, wir werden immer unsere Umwelt immer mehr kaputt machen und dann sprechen die Zahlen wirklich für sich. Mhm. Was macht Ihnen am meisten Sorgen? Ja, generell, dass der Verbraucherschutz kaputt gemacht wird, Arbeitnehmerschutz ist nicht mehr so da. Die Armut wird rascher wachsen. Die Schere sowieso geht immer mehr auseinander zwischen Reich und Arm. Wenn wir überlegen, der neue Bericht von der Oxfam, dass es nur noch 62 Menschen besitzen, den größten Teil des Weltvermögens, das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Mhm. Und Ihr ganzes Leben, muss man fast sagen, dreht sich inzwischen darum. Bei Ihnen kommt der Postbote inzwischen mit dem Auto statt mit dem Fahrrad. Bei Ihnen sieht es so zu Hause aus, können wir uns mal kurz angucken. Weil Sie, was Sie uns ja auch mitgebracht haben, ziemlich viel Post bekommen. Mit wem stehen Sie da sozusagen in Korrespondenz? Ja, ich bin Korrespondent, aber das ist kein Korrespondent, weil ich schon gegen diese zweite Freihandelsabkommen CETA, was schon abgeschlossen ist. Zwischen Kanada und Europäischen Union gehe ich vor.
Und ich bin inzwischen die größte Verfassungsbeschwerde, was bis jetzt in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt gelaufen ist. Das heißt, wie viele Menschen sind da? Ja, das ist so, ich habe noch nicht ganz genau gezählt, aber es liegen um 70.000. Mhm. 70.000, bis jetzt die größte Klage war 37.000 gegen den ESM-Rettungsschirm. Ja, und mit 56.000 Bögen sind schon bearbeitet. Das heißt, die Leute mussten immer solche Vollmachterklärungen ausfüllen. Das Paket hier, was Sie uns das Paket haben, ja. Immer 500 Stück sind da drin verpackt. Und davon habe ich jetzt schon 56.000 ist schon verpackt und verarbeitet. Und es liegen zu Hause bestimmt noch ungefähr mindestens 15.000 noch. Also was versprechen Sie sich von der Klage? Jetzt stellen wir uns mal die großen Konzerne vor. Wir stellen uns die EU vor und die USA. Und da kommt da eine Frau aus dem Sauerland und sagt, so, ich schnüre ein paar Pakete und jetzt gehen wir mal dagegen vor. Was versprechen Sie sich am Ende? Also ich verspreche davon so viel, dass diese Verträge beinhalten so viel Rechtsbrüche, grundlegende Rechtsbrüche, dass ich hoffe, dass die Richter das auch anerkennen. Es sind schon inzwischen zahlreiche Rechtsgutachten und auch Deutscher Richterbund hat sich dagegen ausgesprochen, dass es endlich das anerkannt wird, dass es durch Rechtsbrüche brauchen wir keine Freihandelsabkommen. Mhm. Es gibt sogar eine Reaktion von Bundeswirtschaftsminister Gabriel. Der hat auf die Petition im Internet reagiert. Ja, dass wir haben Recht. Ja, wir hören mal kurz rein, was er gesagt hat. Überhaupt nicht ausgemacht, dass es TTIP am Ende geben wird. Das ist ein nach wie vor offener Prozess. Ich glaube, dass es gut wäre, wir würden ein fortschrittliches Handelsabkommen bekommen, denn die Welt ändert sich und mit Sicherheit sind die Standards, die wir mit den Amerikanern vereinbaren, besser als Standards, die zwischen China und den USA vereinbart werden. Also es kommt darauf an, dass auch unsere Bedingungen erfüllt werden. Macht Ihnen das Mut, was der Wirtschaftsminister sagt? Ja, aber das ist noch nicht genug. Weit nicht genug, weil Demokratie, zu Demokratie gehört absolute Transparenz und die Bürger müssen mitreden können. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dass wir praktisch solche Geheimniskrämerei zum Schluss bekommen haben, das finde ich auch eigentlich Schuld der Bürger. Die Bürger müssen endlich um ihre Abgeordneten kümmern, viel mehr kümmern. Sie wurden viel zu lange allein gelassen und Platon hat schon gesagt, wenn die Volksvertreter alleine gelassen werden, dann entwickeln sich zu Diktatoren. Und das ist leider so. Die Bürger müssen wach werden. Wir müssen um unsere Vertreter kümmern. Sagt Marianne Grimmstein, die sich kümmert und heute Morgen deshalb bei uns war, weil sie etwas gegen die geplanten Freihandelsabkommen tun will. Dankeschön für den Besuch heute Morgen. Danke. Die Umweltorganisation Greenpeace hat gestern zum ersten Mal Dokumente veröffentlicht zu TTIP, dem Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU. Und zum ersten Mal war es also möglich, überhaupt Einblicke in dieses Abkommen zu bekommen. Während die Befürworter wie beispielsweise Angela Merkel das umstrittene Handelsabkommen weiterhin nicht in Frage stellen, sehen die Gegner von TTIP bestätigt, dass mit dem Druck, dass die USA mit Druck gegen die EU arbeiten und dass es da noch einiges nachzuverhandeln gibt. SPD-JUSO-Vorsitzende Johanna Ueckermann hat zum Beispiel gestern gesagt, die Verhandlungen müssen sofort abgebrochen werden. Und sie ist jetzt bei Christiane Meyer in Berlin. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Susanne. Ja, die Geheimniskrämerei ist vorbei und die Reaktion aus den USA war ja überraschend moderat. Guten Morgen, Frau Ueckermann. Guten Morgen. Heißt denn das, das war eigentlich doch viel Lärm um nichts, man hat sich viel zu viel Sorgen gemacht, wie die USA reagieren könnten auf die Vorbehalte der Europäer? Na, ich denke, erstmal bin ich sehr froh, dass die Dokumente tatsächlich geleakt wurden und dass man jetzt Einblick gewinnen kann, auch als Bürgerin oder Bürger. Ich finde, das war echt eine Frechheit, dass man so lange im Dunkeln tappen musste und sich jetzt aus geleakten Informationen informieren muss. Und meiner Meinung nach bestätigen auch die Dokumente, die jetzt vorliegen, die Befürchtungen der Kritikerinnen und Kritiker. Und da gibt es, glaube ich, tatsächlich einiges zu diskutieren. Ja, Beispiel Schiedsgerichte. Da hieß es ja eigentlich von europäischer Seite, das sei abgeräumt, man wäre da auf einem guten Weg mit den USA. Nun scheint es in den Dokumenten aber klar zu sein, dass die Schiedsgerichte gar nicht ausverhandelt sind, sondern immer noch man darauf setzt, um das kurz zu erklären, dass man sich außerhalb der normalen Justiz einigt im Streitfall. Ja, die Dokumente zeigen, dass es an ganz vielen Stellen eben bei den privaten Schiedsgerichten, aber zum Beispiel auch, wenn es um Verbraucherschutz geht, Stichwort Vorsorgeprinzip, dass es da überhaupt keine Einigung bislang gibt, sondern es stehen sich im Grunde zwei Positionen gegenüber, die Position der EU, die Position der USA. Und meiner Meinung nach sind die auch ziemlich unvereinbar. Und was
die Dokumente auch zeigen, ist, dass es einfach seit Monaten keine Bewegung gibt bei den Verhandlungen. Jetzt hatten Angela Merkel und Präsident Obama gesagt, sie wollen das Abkommen schnellstmöglich abschließen. Ich sehe das noch nicht bei diesen unvereinbaren Verhandlungspositionen. Die Jusos und Sie waren ja super kritisch, auch die SPD-Linke. Man könnte aber auch mal die Frage stellen, ob es nicht auch so eine Art Modernisierungsverweigerung ist, dass man sagt, also man beharrt auf seinen eigenen Zielen und Vorstellungen und ist zu keinerlei Kompromiss bereit, obgleich man weiß, dass Europa und die USA einander brauchen. Na, wir waren von Anfang an sehr kritisch und haben nicht nur als Jusos, sondern auch als SPD rote Linien definiert, dass es keine Absenkung von Standards geben darf, zum Beispiel beim Sozialen, beim Verbraucherschutz, aber auch, dass die ArbeitnehmerInnenrechte auf beiden Seiten gestärkt werden müssen. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt für mich ist schon auch, dass ich nicht glaube, dass Freihandelsabkommen generell gut sind, sondern was ich eigentlich möchte, ist ein fairer Handel. Und ein fairer Handel, glaube ich, wäre auch modern. Ein Freihandel ist es eher nicht. Heißt es denn in der Konsequenz weiterverhandeln oder abbrechen? Also meine Meinung ist, nachdem auch die Dokumente jetzt geleakt wurden, dass die Positionen so unvereinbar sind, dass man sich an der Stelle ja mal ehrlich machen muss und sehen muss, es gibt eigentlich keine Grundlage für ein gemeinsames Abkommen. Deshalb bin ich dafür, abzubrechen. Da sind Sie ja im massiven Widerspruch zu Gabriel, Ihrem Parteichef, der das unbedingt haben möchte und sich ja auch sehr lange dafür sehr stark gemacht hat. Das heißt, die SPD ist einmal mehr zerstritten. Na, die SPD hat sich gemeinsam auf rote Linien festgelegt. Die unterstützt auch Sigmar Gabriel und hat auch in den vergangenen Wochen sehr deutlich gemacht, wenn es keine Bewegung von Seiten der USA gibt und zentrale Punkte da nicht eingehalten werden, dann wird es kein Abkommen geben. Ich bin der Meinung, das ist illusorisch, dass es das geben wird. Deshalb sofort abbrechen. Dankeschön. Johanna Oeckermann, die Juso-Vorsitzende war das. Die sagt, es ist illusorisch, dass dieses noch zustande kommen kann, dieses Verhandlungsergebnis zwischen den USA und Europa. Dann zurück zu euch. Ja, mal eine klare Aussage zu TTIP. Dankeschön, Christiane Meyer nach Berlin. Wir sind nun mit Georg Maskolow verbunden. Er in Hamburg. Er ist der Leiter des Rechercheverbundes NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Schönen guten Morgen. Guten Morgen nach Köln. Wie wichtig ist das Netz, das Internet für die Pressefreiheit? Ich halte es für ein entscheidendes Instrument. Wenn wir mal ja nur 20, 30 Jahre zurückgehen, erinnern wir uns ja an Zeiten, wenn man in eine Diktatur einreiste, dann wurde zuerst der Koffer durchsucht, hat man eine westliche Zeitung dabei. In solchen Ländern gab es keine Kopierer, keinen Zugang zu Kopierer. Andere Diktaturen haben sogar das Schriftbild einer jeden Schreibmaschine erfasst, um zu gucken, um zu verhindern, dass Menschen ihre Meinung frei Ausdruck verleihen können. Das hat das Internet tatsächlich revolutioniert. Heute ist es sehr viel einfacher, seine Meinung zu verbreiten, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Also das Internet ist ein Gewinn für die Pressefreiheit. Wir haben eben Markus Beckedahl schon gesehen und gehört in dem Beitrag bei Republika. Er ist auch Chefredakteur von Netzpolitik.org. Und die sind ja im letzten Jahr wegen Landesverrat angezeigt worden, weil sie vertrauliche Papiere des deutschen Verfassungsschutzes veröffentlicht haben im Netz. Ist es ein Ausnahmefall in Deutschland gewesen? Ja, das war's. Und es war zuallererst, muss man sagen, eine Dummheit, eine törichte Aktion, die wir damals gesehen haben. Es ist einer der Gründe, warum Deutschland in diesem Jahr zurückgefallen ist von Platz 12 auf Platz 16 in der Liste der Pressefreiheit. Das sind diese Landesverratsermittlungen, vor allem aber auch diese fast 40 Angriffe, die wir im vergangenen Jahr gesehen haben, auf Journalisten bei Pegida-Demonstrationen beispielsweise. Das führt dazu, dass Deutschland in diesem Jahr nicht ganz so gut wegkommt. Alles in allem würde ich aber sagen, haben wir uns über wenig zu beklagen hier in diesem Land. Wir können unsere Arbeit frei machen, so wie wir sie machen wollen. Ab und zu gibt es Dinge, so wie die, über die wir gerade gesprochen haben. Da muss man sehr aufmerksam sein. Aber alles in allem steht es um die Pressefreiheit hier so schlecht nicht. Ich verfolge im Moment, Finnland ist ja wiederum Spitzenreiter Platz 1. Mal sehen, ob sie das im nächsten Jahr noch sind. Denn in Finnland findet gerade eine Diskussion statt, dass die Steuerbehörden angekündigt haben, die Wohnungen von Journalisten angedroht haben, die Wohnungen von Journalisten und des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders zu durchsuchen, weil der Sender sich, wie ich finde, völlig zu Recht weigert, die Unterlagen, die Panama-Papiere an die Steuerbehörden herauszugeben. Also man sieht auch in Vorbildländern wie Finnland steht nicht immer alles zum Guten. Aber wo Sie gerade den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ansprechen, in Deutschland sind wir ja auch schon teilweise in der Kritik geraten, Lügenpresse etc. Haben wir ein Problem mit der Glaubwürdigkeit?
Ja, ich glaube, das haben wir seit vielen Jahren und wir haben nicht aufmerksam genug hingeschaut. Welches Problem haben wir? Ich glaube, das zerfällt so ein bisschen in zwei Kategorien. Die einen, die uns ohnehin nicht mehr trauen wollen, die uns als Lügenpresse beschimpfen, was ich für eine ziemliche Unverschämtheit halte. Da ist an manchen Stellen wahrscheinlich ein Dialog auch nur noch schwer möglich. Und dann gibt es aber viele andere, die wollen ein bisschen genauer wissen, wie machen wir das eigentlich, nach welchen Standards, sind wir eigentlich sorgsam genug, korrigieren wir unsere Fehler, geben wir uns Mühe, legen wir die Maßstäbe, die wir an alle anderen anlegen, auch an uns selbst an. Das ist ein sehr viel kritischeres Publikum, das überzeugt werden will und überzeugt werden muss. Und ich bin geneigt zu sagen, dass diese Diskussion, die wir im Moment erleben, für uns auch eine große Chance bedeutet. Wir haben ja in anderen Bereichen der Gesellschaft auch gesehen, dass Autoritätsverlust stattfindet. Kirchen, Gewerkschaften, Politik. Nun trifft es auch uns, die Journalisten. Diese Form von Kritik halte ich auch für eine gute Gelegenheit, mit unserem Publikum auf eine andere Art und Weise ins Gespräch zu kommen, sie von unserer Arbeit zu überzeugen und damit hoffentlich ein Stück der Glaubwürdigkeit, die wir verloren haben, zurückzugewinnen. Heute ist Welttag der Pressefreiheit. Das war Georg Maskolo im Gespräch, der Leiter des Rechercheverbundes NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Danke für das Gespräch. Gerne. Ich habe dem Sven eine Aufgabe gegeben. Ja, wir schauen, er kann sie aber nicht lösen. Doch. Was ist der Unterschied zwischen einem Flusspferd und einem Nilpferd? Habe ich gesagt, der Nil ist doch ein Fluss. Exakt so ist es. Ja, das erste aber Tier es gibt dieser die nicht Gattung, nur im Nil. Das erste Tier dieser Gattung ist im Nil entdeckt worden. Deswegen hat man gesagt, das sind Nilpferde. Und dann ist es zum Synonym geworden für alle anderen diese Tiere, die auch in anderen Flüssen drin sind. Aber ich habe deswegen gestockt, weil ich gerade eine Seite entdeckt habe. Hier steht drauf, Schlagzeile, zwischen Flusspferd und Pferd besteht ein großer Unterschied. Also das ist cool. Dann ist meine Welt in Ordnung. Gibt es auch ein Rheinpferd? Das ist auch ein Flusspferd dann wieder. Warum sprechen wir darüber? Weil wir uns mit einem Fluss, Nil, wie auch immer, Pferd, auf jeden Fall ist es im Wasser, ja, beschäftigen. Das ist Mira. Und übrigens eines der gefährlichsten Tiere, ne, Afrikas, muss man dazu sagen. Ja. Man sieht ja die Hauer. Jetzt zum Glück ist das ja in Asien. Vielleicht ist es da entspannter, ist auf jeden Fall in Japan. Also ich würde mich allerdings auch nicht so davor setzen. Nee. Das ist schon. Das muss auf jeden Fall eine Vertrauensgeschichte sein. Da ist ja viel Platz zwischen den Zähnen. Also eventuell hat er dann noch Glück mit seinem Aber Arm. Sind doch Pflanzenfresser, oder nicht? Sind das nicht Pflanzenfresser? Leute, was wir doch uns angucken wollen, soll ich was mal googeln? Mit dem Nilpferd passiert. Du kümmerst dich um die Pflanzen. Das ist nämlich der Zahnarzt ist da. Richtig. Quasi, ne? Ja, der Zahnputzer. Das sieht aber schon so aus, ob es zu spät wäre. Der legt noch einiges frei da gerade. Das ist Natur, Donald. Das soll so. Nein, die haben die billige Zahnbürste genommen. So, pass auf, die billige Zahncreme. Pass auf, die Zahncreme ist dürftig. Du siehst, wo er die Bürste hergeholt hat, aus dem Pfützchen daneben. Ja. Und jetzt wird poliert. Guck mal, richtig. Ja. Oberlippe hoch. Und das Teil. Guck mal, und Ette schön haben wir am Ratzen, ne? Ist das niedlich? Das finde ich eigentlich das Beste. Ja, zum Glück kommt er nicht mit. Ich meine, ich finde es ganz schön, dass wir es anders machen als Menschen, aber Etienne niest das. Sieht auf jeden Fall sehr entspannt aus. Habt ihr schon mal gesehen, wie schnell die unter Wasser sind? Das ist wirklich unglaublich. Ehrlich? Ja, ja, die können unter Wasser richtig schnell, man kann sie nicht sagen laufen, also die rennen förmlich. Der könnte da jetzt auch quasi reinspringen, der würde verschwinden wahrscheinlich. Ja. Ne? Was ist denn jetzt, Pflanze oder nicht? Der ist ein Pflanzenfresser, aber es gibt auch diverse Fotos, wo sie eben Gnus oder andere Tiere töten und auffressen. Schnell mit was Schönem aus. Weißt du, wie man das nennt? Flexitarier. So ist das. In diesem Sinne, einen sonnigen Tag, Sie Flexible. Tschüss. Tschüss. Bleiben Sie flexibel. Richtig. Ich möchte lösen.